Yay! Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Hallo und herzlich willkommen bei Wer bin ich? Heute mit dabei Ben. Hallo. Ganesha. Hi. David. Hallo. Und meinerseits René. Gut. René! Yay! René! Also wir spielen wieder eine Runde, Wer bin ich? Und ja, für die Leute, die nicht mitraten wollen, können einmal in der Videobeschreibung nachschauen. Da steht nämlich ihr Charakter drin. Jo, genau. Alles klar. Ich würde sagen, diesmal fangen wir andersrum an wie letztes Mal. Das heißt, Ben dürfte jetzt anfangen. Ben, René, Ganesha und... Genau. Was eine Ehre. Bin ich ein Mensch? Ja. Yes. Das gefällt mir. bin ich in der Sportbranche tätig? Nein. Gut. Bin ich eine reale Person? Nein. Nein. Okay. Gut. Okay. Bin ich eine reale Person? Nein. Toll. Okay. Bin ich eine reale Person? Doch, ich würde schon sagen. Ja, doch. Ja. Ja. Okay. Bin ich ein ja, Mensch? Doch, du bist eine reale Person. Bin ich ein Mensch? Ja. Aha. Ja. Doch, ich kann eine reale Person kein Mensch sein? Ja, also Person ist ja... Okay, er könnte ja auch ein Tier sein. Ja, ich hab... Ist eine Person. Okay. Ja. Naja. Ich bin eine Pflanze. Damit ist die Zimmerpflanze. Bin ich weiblich? Nee. Nein. Ich würde mal andersrum fragen, ey. Tja. Ben. Ja, ja. Ben! Ben! Hey, was? Bin ich ein Schauspieler oder eine Schauspielerin? Nein. Okay. Ich? Moment, okay. Oder fragen? Ey, ich würde ja, schon sagen. Bin ich in der Schauspielszene tätig? Nein. Ja. Gut. Alles klar, dann halt nicht. Gut, wenn ich ein bin, dann bin ich. Bin ich ein Superheld? Nein. Ja. Nope. Ich bin also fiktiv. Bin ich denn ein Mensch? Ja. Bin ich ein männlicher Mensch? Ja. Ja. Okay. So, komme ich aus der Religion? Nein. Ja, ich wollte diesen Bereich jetzt mal direkt rausschließen. Wo wir so gelacht haben, solltet ihr die erste, also die Folge davor anschauen. Ja, genau, auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. David, it's your turn. Ja. It's your time to shine. Oh Gott. Also ich bin männlich. Mhm. Okay. Gott, Hilfe. Ich bin dann doch Schauspielbranche. Nein. Würde ich auch nicht schon nennen, nee. Nee. Keinesfalls. Bin ich ein YouTuber? Nein. Ja, doch. Du hast auch einen YouTube-Kanal. Ja, gut. Auf dem es Videos gibt. Auf dem es Videos gibt, okay. Ja. Huh. Okay, gut, dann kann man es erzählen, ja. Also auch von dir, ne? Also, sagen wir es mal so. Ja, okay. Okay. Warte, jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Ben schaut sich jetzt alle YouTube-Kanäle an. Nein. Darf er ja nicht, das wäre gegen die Regeln. Wäre ja auch googeln. YouTube gehört ja zu Google. Ist YouTube meine
also für das ich stehe, mit dem, das bin ich bekannt. Nein, also, nein. Nein. Okay. Gut. Gut, Bin ich denn überhaupt ein Mensch? Ja. Ja. Gut. Bin ich eine Comicfigur? Nee. Ja. Oder? Nein. Ja, okay, gut. Nein. Bin ich aus dem Bewegtbild? Also kennt man mich aus dem Bewegtbild-Universum? Ja. Ja. Aus dem Fernsehen? Na. Nein, 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 ich würde eigentlich sagen, nein. Nein, eigentlich nein. Okay. Okay, oh Gott. Also nicht Schauspiel. Videospiel? Videospielbranche? Ich da? Komm ich daher? Ich würde sagen. Sowohl als würde auch. Schon sagen. Also definier mal, du kommst aus der Videospielbranche. Oder was hast du gefragt? Bin ich dafür, also das, wofür ich bekannt bin, hat das was mit Videospielen zu tun. Ja. Ja. Ja, doch. Ja. Ja. Sorry, ich habe mich gerade in der Jahreszahl vertan. Bin ich. Moment, ich bin real, ja? Mhm. Ja. Bin ich Entwickler? Nein. Nein. Nope. 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 Bin ich durch Singen bekannt geworden? Ja. Ja. Oh mein Gott. Bin ich Justin Bieber? Nein. Okay. Was tun wir dir nicht an? Gut. Also ich bin keine Comic, ich bin kein Mensch, kein... Nee, Mensch bin ich. Kein Superheld, kein Real. Also bin ich wahrscheinlich einfach... Kennt man meine Person aus einem Film? Nein. Was? Okay. Also es gibt ja noch anderes als Film. Tipps. Das ist klar, aber so. Was anderes gibt. Wenn es in die Richtung geht, hätte ich nicht gedacht. Ich bin also nicht aus dem Fernsehen, aber ich nehme an, wenn, weil ihr so gezweifelt habt, ich war aber schon mal im Fernsehen zu sehen. Ja. Ja. Ja, okay. Ich stehe hauptsächlich vor der Kamera. Ja. Ja. Ich nehme an, ich bin Schauspieler. Nein. Nein, du bist ja. Hm? Nein, bist du nicht. Ja, kein Schauspieler. Okay. Kein Schauspieler. Ich bin fiktiv, stimmt. Ach, ich bin dran. Lol. Bin in der Video. Was? Ich denke. Achso. Aha. Tipp. Real- und Videospielbranche. Das ist irgendwie keine Entwickler. Also ich gehe mal dann davon aus, dass bei Entwickler ich programmiere. Nee. Sehr schön. Bin ich wieder dran? Ja. Bin ich Tuddle? Nein. Was wär's das? Nein. Achso, nein. Dead Adam. Okay. So ein hässlicher Typi. Ja, so beleidigen. Ah ja, ist doch wahr, ey. Wenn du down mit uns bist. Ja. Gut. Kennt man mich aus einer Videospielserie? Nein. Nee. Also mit Serie meinte ich eine Serie wie Big Bang Theory, sondern eine Videospielreihe, sag ich mal. Nein. Okay.
Ich bin fiktiv. Das heißt, ich bin höchstwahrscheinlich gezeichnet oder halt animiert. Ja. 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 Und beides. Das schwer zu sagen, aber ja. Nein, nein. Also, animiert. Stell die Frage animiert. Nochmal, stell die Frage nochmal. Ich bin animiert. Ja. Ja. Ich bin 3D animiert, also nicht irgendwie wie in Comics oder so, oder halt. Ja. So. Ja? Okay, ja, 3D ja. Animiert. Bin ich aus dem Star Wars Universum? Nein. Oh, was ein Glück. Immer dieses Star Wars. Immer und überall. Okay, Scheiße, Leute, was. Habe ich auch was mit YouTube zu tun? Ja. Auch, ja. Mikrofon muted. Erstmal muten. Hashtag Tingle. Na, gute Nacht. Hä? Produziere ich auf YouTube Gaming Content? Hast du ja. Na, David das eigentlich mal erzählt? Ja. Na, das? Ja. Und? Ja. Hat er das seiner Mama erzählt? Weiß ich nicht, nehme ich mal an. Na, ja. Bis morgen. Ich habe so einen gewissen Verdacht. Es wird in eine Richtung gehen. Du hast Verdacht, ja? Ja. Oh, das Hashtag muten wir da. Hey, ich darf das. Bin ich frech? Ja, wenn, dann fängt stell sie bitte heute fängt noch. Fängt der Kanalname mit einem P an? Nein. Das wäre zu einfach, David. Ich könnte ja auch PewDiePie sein. Also nee. Das wäre ja auch zu einfach. Ja, René wollte erst PewDiePie nehmen, aber ich gesagt, nee, das ist viel zu einfach. Ich muss mal nachfragen, bin ich ein Rapper? Nö. Nein. Okay. Gut. Ich muss mal jetzt kurz überlegen. Was kennt sie für Singer, die ich auch kenne? Wenn du singst, dann Spaß, die. Du kennst diese Person sicher. Ich nehm's auch an, ja. Scheiße, ich weiß, wen wir nehmen hätten sollen. Ja? Ja, merkst du dir fürs nächste Mal, schreib's dir auf oder so. Bin ich denn. Bin ich denn. Aus Bewegtbildern? Ja. Okay. Okay. Stell ich mir die Frage, die mein Vater immer bei dem Spiel spielt. Stellt. Kennt man mich aus Film, Funk und Fernsehen? Hä? Ja? Ja? Okay. Gut. Deutsches Fernsehen? Ausschließlich? Nein. Nein. Bin also eine 3D-animierte fiktive Person. Mensch, fiktiver Mensch. Bin ich denn aus einem Kinofilm? Ja. Aus einem Kinofilm, okay. Bin ich aus einem Film, der jetzt in naher Zukunft erschienen ist, also 2015, 2016? Ich meine, nein, nein. Also es gibt keinen Film von mir, wo ich drin vorkomme, der dieses oder letztes Jahr erschienen ist? Gibt keinen, nein. Okay, gut. Nope. Nummer 9. David? Na doch, oder? Was? Ja. Oder? Was? Nein. Oder doch? Haben wir doch nicht gesagt? Doch. Doch! Jetzt bin ich verwirrt.
doch, also entscheidet euch. Kann was sein. Moment. Ja, dann renne ich, kann dich immer anstupsen und nehmen dir scheinen. Ah, ja. Daran dachte ich auch gerade. Das ist das vielleicht war. Ja, dann würde ich. Ja, also ja. Ja. Ist dieser Film, von dem wir gerade reden, von letztem Jahr? Ja. Ja. Okay. Bin ich, also gibt es mich in einem von einer Firma, die zu Disney gehört, animierten Film? Alter, stell die Fragen bitte noch komplizierter. Also, ich weiß nicht, was alles zu Disney gehört. Ja, nee, sagen wir jetzt mal, gehöre ich zu einem Film, der von Pixar oder von Disney animiert wurde? Nein. Okay. Dann ist David jetzt dran. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir David schon wieder einen viel zu einfachen gegeben haben. Weil ich bin YouTuber der Gaming-Content. Der uns wieder voll abzieht. Ich bin real männlich. Oh Gott. Bist du Nein. Bist Was nicht hast Gronk. Du gefragt? Achso, nicht Gronk, ne. Und vielleicht ein bisschen. Ich mach's mich fertig. Singe ich allein? Ja. Ja. Also hauptsächlich. Habe ich eine weiße Hautfarbe? Ja. Ja. Mhm. Du hast. Alter, den gibt's nur noch. Du hast. Gib da einen kurzen Tipp, du hast eine Frage, eine wichtige Frage noch nicht gestellt. Mhm. Die wir alle am Anfang gestellt haben. Bin ich weiblich? Ja. Mhm. Ja. Bin ich Lady Gaga? Nein. Nein. Passt. Gut. Bin ich aus einer Zeichentrickserie? Nee. Was? Gut. Ich bin aber auch noch Kilometer weit weg, ey. Bin aber aus einem Kinofilm. Bin ich denn in einen Film rein animiert, der von. Aber von. Ah ne, Moment. Hä? Ich bin aber in einem Film animiert, der nicht ausschließlich animiert ist. Ja. Ja. Okay. Diese Fragen. Ey, was denn? Ich hoffe, TGW wird niemals Lehrer und macht auch niemals Tests. Hexaufgaben oder so. Die armen Kinder gehen da so traumatisiert aus den Tests raus. Warum denn? So schlimm ist das doch gar nicht. Nur weil meine Textaufgaben Kilometer lang wären. Hast du schon die Frage gestellt, kann ich schon? Hä? Ja, eben, ob ich aus einem ausschließlich animierten Film bin. Ja, ja. Ob ich nicht aus einem ausschließlich. Also ich hab ja bekommen, so. Nein, Moment. Was? Doch, ich habe gefragt, ob ich in einem Film bin, der nicht ausschließlich animiert ist. Ach so, okay. Bin ich ausschließlich animiert oder. Gibt es mich auch als gespielte Form? Die Frage müsstest du dann anders. Bin ich ausschließlich animiert? Nein. Okay. Hat sich für die falsche Hälfte der Frage entschieden. Okay. Betreibe ich den YouTube-Kanal alleine? Ja. Genehm, schon wieder zum Auto.
3 Minuten alleine. Bin ich ein Auto? Bin ich Amerikaner? Nein. Nein. Ja. Nope. Das Problem ist, ich kenne nicht so viele. Madonna? Bin ich Madonna? Nein. Nein. Nee. Okay. Gut. Also ich habe keinen blassen Dunst. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Halbe Stunde? 22 Minuten, aber ich habe vorher auch noch ein bisschen laufen lassen. Bin ich beliebt bei Kindern? Ich würde eher nein sagen. Also, ich auch. Mann. Gott, der auch nicht. Aber nicht unbedingt. Ja. Ich bin also ein Mensch, der nicht ausschließlich animiert ist. Hat man es gehört? Mhm. Muss doch nicht. Eine Mischung zwischen Husten und Sterben. Ah ja. lebe ich noch? Also, nee, Moment. Ich bin ja eh fiktiv. Ja, du bist fiktiv. Ja, betont das immer so. Ich sag das ganz normal, was habt ihr eigentlich, ey? Nix, ich finde das Wort nur lustig an sich einfach. Ah ja, wie alt seid ihr? Ich weiß nicht, 12. Also ich bin 8. Ah ja, okay. Hä? Hey, wie wird zu seinen zukünftigen Schüler? Also ich bin ja nicht ausschließlich animiert, das heißt, ich wurde auch mal gespielt. Ist dieser Schauspieler, von dem ich gespielt wurde, lebt er doch? Ja. Okay. Wird mir auch nicht weiter. Ich glaube, du kommst gar nicht ja gerade auf die falsche Spur. Ist ja egal. Gefragt. Ah ja, toll. Bei mir ist es dir auf einmal egal, wenn ich auf die falsche Spur komme. Der Schauspieler lebt noch. Gibt es mich denn, also kennt man mich eher unanimiert? Also, nein. Als von einem Mensch gespielten? Nein? Okay. Ich bin dran. Oh Gott, jetzt geht das Länderraten wieder los. Bin ich Europäer? Ja. Ja. Aha. Jetzt mit irgendeinem verkackten türkischen oder russischen YouTuber gegeben. Oh, das ist ja voll episch, ey. Bin ich Deutscher? Ja. Ja. Ausnahmsweise mal, ja. Ja, schön, ne? Oh Gott, also ich betreibe den YouTube. Bin ich Hand of Blood? Nein. Ja, das wäre auch zu einfach. Schade, ich wäre gern Hand of Blood. Naja. Alter, ich hab gesagt Lady Gaga, ich hab gesagt Madonna. Ja. Ich würde dir vielleicht raten, ob es ein weiterer. Habe ich blonde Haare? Nein. Nö. Oh mein Gott. Es gibt zwei Möglichkeiten, braun oder blond, weil der Rest ist eher unwahrscheinlich. Ich hätte die massive Frage, soll ich fragen, ob es Miley Cyrus ist? Ne, die ist ja blond, also. Ja, ich ja, ja. Würde man mehr zur Nationalität rübergehen. Mhm. Wie mir und Don Tipps gibst du David. Ja, das ist echt so, David. Ja, okay, gut. Das halt mal den Rand, David, ey. Ja, okay. Weil das so total entwickelt hat. Ja, wie wir alle. Also, außer David. Wirklich. Keine Ahnung. Nein, das bist du nicht. Sorry. Tut mir leid. Alles klar. Microphone muted. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Alter. Ich hab mir so viel aufgegeben. Keine reale Person, kein Superheld, keine Comicfigur, keine Filmrolle, bla 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 bla. Was soll da sonst noch sein? Microphone activated. Kennt man mich auf der ganzen Welt? Ja.
Würde ich auch sagen, ja. Okay. Bist auf jeden Fall international bekannt, sagen wir so. Genau. Da hörte ich gerade was, aber ich frag's jetzt nicht direkt raus. Bin ich aus einer Werbung? Nein. Hey, du warst doch eben schon mal an dieser Kategorie dran. Ich weiß nicht, warum du da jetzt nicht drauf kommst. Ey, René hat noch keinen Tipp bekommen. Genau, ja. Euch aber. Und David ist eh schon nah genug dran, der braucht keinen Tipp. Nee. Ich weiß, eine Anspielung darauf, dass ich auch eine hätte gerne. Du bist auch relativ nah dran. Ja. Hashtag nicht. Maul. Hashtag Maul. Ich bin also eher animiert. Bin aber aus dem Film. Gibt es mich denn auch als Serie zum Beispiel? Moment. Oder? Nein. Sicher gibt es den, also er ist. Echt? Er kommt in der Serie vor. Doch, es gibt tatsächlich eine Serie davon. Sicher. Okay. Ja, Tatsache. Lord, tatsächlich. Boys, please. Ich sehe es schon kommen. Ihr habt mir wieder jemanden gegeben, den ich überhaupt nicht kenne, ey. Ja, genau. Wenn du den nicht kennst, dann lebst du hinter einem Stein. Hinter einem Stein, okay. Wurde ich unter einem Stein? Das war keine Frage, keine ernst gemeinte. Ich bin auch 2D animiert. Also mich gibt's auch 2D animiert. Oder? Nicht? Nein. Ja, wobei. Also eigentlich ja schon, oder? Nein. Na. Animiert nicht. Goddammit. Warum fragst du so dumme Sachen? Was heißt denn nicht animiert? Ich hab nichts zu sagen. Doch, hast du. Oh doch, also doch, ich würde sagen, ja, dann doch. Auch ein 2D. Ja? Ja, nehmen wir halt jetzt. Kann man machen. Aber wenn das nicht klar ist, dass ich auch 2D animiert bin, dann muss ich ja relativ neu sein. Also nicht relativ alt, sagen wir es so rum. Nee, ich habe mir mit mir selbst gedacht. Ich habe mit mir selbst gedacht. TGB 2016. Ach, das schreibe ich jetzt auf. Toll. Oh, ich habe wieder so keine Ahnung, ey. Hey, ich bin ein animierter Mensch, männlich. Bin aus einem Film. Bin ich ausschließlich im Film? Nein. Okay, das war schon mal gut. Du hast doch schon gefragt, ob du eine Serie hast. Naja, das war ich nicht. Ach doch, ja, okay, ach scheiße. Oh Mann, ey! David. Ich bin deutscher YouTuber. Ich bin auf meinem Kanal online. Habe ich mehr als eine Million, also habe ich über eine Million Abonnenten? Ja, keine Ahnung. Oh Gott, bin ich Dena? Nö. Finde ich immer schön, dass du nicht direkt an den ich denkst. Ich finde es lustig, wie er nicht drauf kommt. Ich hätte auch gedacht, dass das schneller geht. Ich bin wahrscheinlich ungespielt, scheiße. Auf den wärst du schneller gekommen, oder? Ja. Ich glaube nicht. Nee, ist ja egal. Okay. Nee, ich glaube nicht. Komme ich aus Europa? Ja. Oh mein Gott. Komme ich aus Österreich? Nein. Okay. Ah ja, so bin ich dran. Mhm.
Spinne war aus dem Fernsehen bekannt. Auch, würde ich sagen. Oder? Moment mal. Wie kann man denn noch bekannt sein, außer die anderen Sachen, die ja verneint wurden? Es gibt was, das hast du nicht gefragt. Beziehungsweise nur indirekt, aber... Beziehungsweise wir haben schon mal mit Ja beantwortet, etwas in der Richtung, oder? Haben wir? Ich glaube, wir haben es mit Nein beantwortet, aber ich weiß nicht. Ja, ich hatte ja die Frage mit Film, Funk und Fernsehen. Es da ist aus, ja, es ist aus einem der dreien. Bin ich da rausbekannt, aus einer der dreien. Ja, da haben wir auch ja mit Ja drauf geantwortet. Ja, ja, genau, aber es ist ja so. Kann ja jetzt aus... Also aus Film kann es ja nicht sein, weil ich ja kein Filmmodel bin. Ja, 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 ja. Im Fernsehen hat sie ja auch Nein, auch hat's gewesen, ne? Gut. Ja, was ist denn, mit Funk, bin ich aus dem Funk bekannt? Was auch immer das ist, Radio. Ja, Moment, nein, ich würde Nein sagen. Wir haben... Goddamn, was habt ihr euch ausgesucht für mich? Moment, ich zieh einfach mal die Frage zurück. War das nicht eher mit der deutschen Serie, mit der nicht deutschen Serie? Bin ich aus dem Fernsehen bekannt, hat's ja gießen? Auch. Ja, auch. Ja. Hey, was ist David? Er hat doch gefragt, ob er eine deutsche, ob er nur in Deutschland. Genau, ich hab gefragt, ob ich nur aus dem deutschen Fernsehen, also bekannt bin. Ja. Das war Nein. Hab dir Nein gesagt, genau. Ja. Ja. Gut, aber dann habe ich ja irgendwann später gefragt, ob ich weltberühmt bin. Das ist jetzt, also... Ja, dann haben wir Ja gesagt. Ja. Jetzt bin ich aus einer Serie. Ja. Mhm. Ah, okay. Nur weil David das Wort Serie in den Mund genommen hat. Ja, ich hab das Serie auch sagen wollen, einfach so. Ja, ja. Ist klar. Feuer einfach mal einen Blindschuss ab, okay? Bin ich Sheldon Cooper? Nö. Nein. komme ich auch in ein Buch vor? Ach du Scheiße, ey. Bleib doch mal bei einem Thema, ey. Nein, in einem Buch ganz sicher nicht nur. Ich komme aber mit Film nicht weiter. Ich habe doch keine Ahnung. Hä? Was? Bin ich dies? Bin ich das? Bin ich dort zu Hause? Ja, wenn ich dem einen nicht weiterkomme, frage ich halt weitergegliedert. Bin ich ungespielt? Ja. Hey, willst du dir diese Frage nicht nochmal besser... Ah, eigentlich nicht, nee, ne? Er ist nicht ungespielt. Alter, Molly ist ungespielt. Er ist Unge, aber nicht ungespielt. Ja, stimmt, er ist nicht ungespielt. Ja, okay, es war eigentlich eine und dieselbe Person, aber... Simon Unge. Ja. Ich hätte gleich von. Naja. Ja, toll, wir müssen uns immer noch schwere Sachen für David ausdenken, der kommt immer direkt drauf. Naja, direkt, find, also das ist länger auch... braucht das letzte Mal. 25 Minuten wissen wir. Wir sind bei 35, aber egal. So, ich mach jetzt auch einen Blindschuss, weil der einzige, den wir jetzt noch, die mir jetzt noch einfällt, ist Helene Fischer. Nein. Mann! Wer bin ich? Hey, ja, das ist eine Frage, die wir uns tatsächlich alle stellen. Okay, gib jedem von uns einen Tipp, würde ich sagen. Gut, Ben, nah dran. Bester Tipp ever, ey. Und ich würde nicht sagen, dass es nah dran ist. Na ja. Doch. Nein. Na ja. Nein. Doch. Weil was Helene Fischer an Musik, sag mir, Musik. Ja, pssst. Hat Helene Fischer eine Schwester, die ich nicht kenne? Nein, hat sie nicht. Also ich weiß nicht, aber... Okay. Ich habe gesagt, für jeden einen Tipp. Ja, weil René soll jetzt erstmal die Frage stellen. Vielleicht kommt er auf irgendwas drauf, dann brauchen wir keinen Tipp geben. Ah ja. Dann okay, frag mal René. Bin ich aus einer Sitcom? Nein. Ich bin sicher, dass ihr wisst, was das ist. Ja, ich bin mir sicher und nein, bist du nicht. Was geht noch für ein Team? Für einen Tipp. Ja, du bist nicht aus einer Sitcom. Du bist weiß. Wow. Ja, das ist vielsagend. Für wen war der Tipp jetzt? Für dich. Hallo?
Für mich? Ey Leute, denkt mal ein bisschen weiter nach. Das ist ein Tipp. Ja? Ja. Wow, so okay. Weiß auf der Welt. Ja. Gut. Rassistisch. Genau. Ja. Okay, ich auch nicht. Ich bin AfD. Ja. Na, wisst ihr vielleicht gar nicht. Na, vielleicht könnt ihr auch wissen, was das ist. Genau. It's your turn now. Ich hab keine Ahnung, du, ey. Der Film, aus dem ich raus bin, ist das, also in dem ich drin bin. Du bist jetzt draußen und bist drin. Moment, ist es, ne, okay, ist das Genre Action? Ja. Ja. Bin ich aus dem Marvel-Universum? Ja. Ja. Oh, geil. Bin ich? Oh, geil, Alter. Das hat mir tatsächlich jetzt voll weitergeholfen. Okay, das heißt, bin ich ein Superheld? Ja. Ja. Okay. Dann muss ich jetzt mal in meinem Kopf alle durchgehen, die ich kenne. Okay, also wie könnte ich die denn noch gliedern? Kurze Zeit, aber ja, es ist ja. Wir sind ja erst bei 38 Minuten. Okay, dann fahre ich einfach jetzt alle durch, die ich kenne. Bin ich Superman? Das ist ja auch DC Universe, du Schlauberger. Hä? Der ist ja nicht mal Marvel, du. Ach, Scheiße. Boah, Alter. Hey, als ob ich weiß, welcher jetzt von Marvel ist und welcher von DC ist. Ja, warum fragst du das so genau? Ja, ich frag jetzt jeden Superheld durch, den ich kenne, glaub mir. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Also, ich hab's gesagt, ich bin mit Helene Fischer nah dran. Ja. Gehen wir davon aus, dass die Person, die ich habe, eine Schlagersängerin ist. Nein. Nein. Das meine ich nämlich damit. Alter. Dass es nicht nah dran ist. Ja, ich hab das ja nicht auf. Ja, okay. Ich wusste ja nicht, aber ich hab's nicht auf die Musik bezogen. So, ich bin dran. Wenn meine Person weltberühmt ist, dann gehe ich mal davon aus, dass also die Serie, in der Spiel auch sehr bekannt ist. Ja, das auf jeden Fall. Gibt's hier auch Netflix? Nein, also Netflix Deutschland nicht. Wobei. Wer ist es sofort? LOL, doch, sorry. Doch, gibt's? Ja, gibt's. Ja, komisch, wenn es nicht geben würde. Ist es ein Netflix-Classic, also von Netflix selbst produziert? Netflix Original? Nein. Okay. Oder? Ich hab keine Ahnung, du. Ich hab das nie gesehen. Bin ich Batman? Nein. Okay. Er ist auch DC Universe, du Hirnäder! Ich hab gesagt, ich weiß nicht, wer von wem ist und ich gehe jetzt jeden Superhelden durch, den ich kenne. Ich hab nie Superheldenfilme geguckt, Mann. Ich hab ne Idee. Okay. So, die letzte deutsche Sängerin, die ich kenne, ist Nena. Nein. Gut. Aber auch wieder nah dran, muss ich sagen. Ich hab's euch alle drei. Ist ja lustig. Achso, ich bin hier dran. Okay, es gibt mich aber auf Netflix. Darf ich mal Netflix kurz öffnen und gucken? Nein, darfst du nicht. Es ploppt bestimmt auf meiner Empfehlungsseite auf. Mhm. Wahrscheinlich schon, ja, aber nein. Bin ich aus der Serie, Breaking Bad? Ja. Oh Gott, ich hab die Serie. Ich denke schon, ja. Nicht? Nein. Okay, das könnte dann eventuell ein Problem sein. Sehr schön, Ganesha. Was? Sehr schön. Ich hab gesagt, es kann sein, dass er sie geguckt hat, aber sicher bin ich mir nicht. Ja, du hast so sicher geklungen.
Nein, ich hab euch sogar nochmal, als ihr diesen Charakter gesagt habt, habe ich sogar gesagt, ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob er die Serie jetzt gesehen hat. War mir wieder klar, dass ihr mir nicht gescheit zuhört. Und dann bin ich jetzt wieder schuld. Ich habe bestimmt irgendwann mal erwähnt, dass ich hauptsächlich nur Sitcoms gucke. Und das habe ich denen auch gesagt. Ah, Scheiße. Aber eigentlich müsste man das kennen. Ja. Ich habe das auch noch nie geschaut und ich kenne den Typen auch. Ja, ich kenne den Typen auch vom Sehen, aber ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Das ist wie letztes Mal auch gesehen. Ja, vielleicht kannst du es beim nächsten Mal... wer hat ja gehabt. Also irgendwann kannst du nochmal vor. Ja, also ich bin aus... Denk vielleicht mal an meinen Tipp. Ja. Hast du gehört? Warte. Denk vielleicht mal an meinen Tipp. Ja, ich glaube, er weiß schon... Dass ich weiß bin, das bringt mir auch nicht weit. Ich habe nicht gesagt... Okay, habe ich schon gesagt. Du hast was mit Weiß zu tun. Jetzt musst du aber drauf kommen. Warum gebe ich eigentlich so gute Tipps? Ich bin selber noch nicht fertig. Ja, ich bin ja wahrscheinlich... Bin ich der Hast du jetzt echt ein Ja oder ein Nein bekommen? Bin ich der Hauptdarsteller? Nein, also... Nein. Nicht weiß. Der Haupt. Oh, goddammit. Okay, jetzt meine Frage. Ist Deadpool von Marvel? Ja. Okay, bin ich Deadpool? Nein. Oh Mann, ey. Der ist ja auch nicht animiert. Ja, stimmt, okay. Doch, aber teilweise. Echt? Ja, deshalb, ja. Das ist der Anzug, ja, echt. Deswegen war sie so geil. Ja, ist er auch, aber ich glaube, manche Teile sind halt wirklich animiert. Okay. Ja, wahrscheinlich die Hände und sowas, wenn die abgehen. Was? Hände abgehackt? Ja, der Typ ist unverwundbar. Also, ist ja geil. Er redet ruhig weiter damit. Ich werde jetzt... Gut. Doch, geht weiter jetzt. Nein, Deadpool ist unverwundbar. Aha, okay. Schade. Aber du bist ja nicht Deadpool, das haben wir ja schon festgestellt. Ja, ist ja gut. So. So, Ben, mach. So, jetzt... Ich will noch eine, die kenne ich vom Sehen. Ui. Ah, fuck. Desperate Nothing, da habe ich irgendwann mal ein Interview angeschaut. Wie die heißen? Wobei, habt ihr gesagt, die ist nicht blond, oder? Oh mein Gott. Ja, haben wir gesagt. Alter, wen gibt's? Wobei, Helene Fischer ist ja auch blond und die hast ja auch gefragt. Ja, stimmt. Ja, aber die war... die ist so bekannt, deswegen... Also, ich habe Nena gesagt. Ja. Gibt's nicht doch irgendeine Lena? Ja. Gibt's bestimmt. Bin ich die Lena? Welche? Genau, welche Lena? Es gibt viele Lenas auf der Welt. Ich weiß nicht, die ist ganz 1920 oder so. Bitte? Ich weiß nicht, die ist 1920. Damit sei leise. Ja. Tja. 20 geboren. Um genau zu sein, 91 geboren. Ja, siehst du? Ein bisschen älter. Also 25. Ja, ich kann euch nicht mehr sagen, ich weiß nicht, dass die Lena heißt. Ganz ehrlich. Ich glaube, er meint die richtige, oder? Ja, aber trotzdem. Naja. Sie ist braunhaarig. Ja, damit es nicht noch länger wird, sagen wir jetzt mal, ja, du bist Lena Meyer-Landrut. Genau. Boys, die kenne ich nicht. Die ist vom Song Contest, Eurovision Song Contest. Ja, aber nein, ich guck, ich bin nur keine... Ich sitze nicht mit meiner Familie dort, nur bin nicht schwul. Ja, aber hey, ich hab... Ja, das ist ja auch nicht Conchita Wurst. Ich hätte dich übrigens trotzdem vorgestellt. Whatever. Ja. Ja, okay. Also ich habe das auch nie geguckt und ich kenne die trotzdem. Naja. Nee, ist ja egal. Okay. Ja, wir haben heute ziemlich ins Klo gegriffen. Bist ja drauf gekommen, als Zweiter sogar, also sei leise. Also eigentlich traurig. Ja, traurig für euch. Achso, ich bin ja dran. David, sei leise. Aber ich bin einer der Hauptfiguren, ja? Ja. Die Figur, die ich spiele, also der Schauspieler, der die Figur spielt, ist es auch der Schauspieler, der bei Malcolm mittendrin der Vater war? Nein. Was? Ich sage mal, haben wir heute ziemlich ins Klo gekriegt.
Ich glaube, der Einzige, der seinen Charakter richtig kennt, ist gewesen David und TGW. Ich kenne also meinen Charakter. Ich weiß, eine Frage noch nicht beantwortet, noch nicht gefragt. Ja? Ich bin aber erst dran. Ja. Komm, hau noch. Ich hätte gern jetzt auch einen Tipp. Hau noch irgendwann. Ich hätte jetzt gerne einen Tipp. Du bist auf dem Ihr habt mir nämlich noch gar keinen gegeben. Ich gebe einfach mal einen Tipp, der ist vielleicht. Weiß nicht. Ja, mach einfach. Wie soll ich das sagen, dass es nicht zu offensichtlich ist? Sag's ruhig zu offensichtlich. Nein. Sag einfach, er ist sehr stark. Das sind ein paar Superhelden, sehr viele. Nein. Nein, manche sind nicht. Ne, manche sind zu schnell und so. Manche haben Fähigkeiten, manche sind halt stark. Ich will einfach sagen, du bist sehr leicht reizbar. Ich bin Hulk. Yay. Das war ein sehr okay. Ich hätte das aber von sehr stark schon gesagt, tatsächlich. Ich wollte nur René noch weiter reden lassen, damit ich noch einen Tipp kriege, wisst ihr? Bin ich weiblich? Nein. Nee. Was? Das hast du doch schon gefragt. Doch, das hat jeder gefragt. Nein. Doch, was? Ich hab's ja nämlich nicht aufgeschrieben. Tja. Du hast aber, glaube ich, auch das gefragt. Ich weiß nicht. Soll ich dir mal meinen Tipp noch weiter erklären, das dass du vielleicht... Boah, der hat echt nur ins Klo gegriffen, Mann. Das Weiß hat etwas mit deinem Namen zu tun, René. Ich weiß. Das ist ihm schon bewusst, aber er... Ja? Ja, er hat ja auch schon gefragt, ob er der Hauptcharakter ist, aber... Naja. Ist er ja nicht. Fängt man mein Nachnamen mit W an? Mhm. Ja. Also ist mein Nachname White. Ja. So, fängt zufälligerweise auch mein Vorname mit W an. Ja. Ist nah dran. Gut, dass ich halt jetzt den Vornamen nicht weiß. Was gibt's denn für einen Namen mit W? Alter, ey, du musst das doch wissen. Props an TGW und David, die uns diese Charaktere gut rausgesucht haben. Ey, ich hab da nichts mit zu tun, ja? Ja. Darf ich männliche Vornamen mit B googeln? Nee. Wir können dir auch den Vornamen sagen. Ich hab dir sogar einen Tipp gegeben eben. Ja, W.White. Du hast eben gefragt, ob der mit W anfängt. Ich hab mich drüber aufgeregt. Alter, ey, musst doch wissen. Ja gut, dann bin ich Walter White. Nee. Ist das geil? Auf den Moment habe ich gewartet. Du bist nah dran. Bin ich Walter Hartwell White? Ja. Ja. So, fickt euch, ich hab's nicht gemacht. Wie geil. Ihr wisst schon, dass es der Schauspieler von dem Vater von Malcolm mittendrin ist. Nee, tatsächlich nicht. Was, ihr ja, Brian, Moment. Walter White. Cranston, ja, das ist der Schauspieler, der auch bei Malcolm mittendrin den Vater. Ja, ist logisch. Und ich habe gefragt, ob es der ist, und hab ich gemeint, nein. Nein, der ist es ja auch nicht. Natürlich ist es der. Nein! Was? Du bist Walter White Junior! Ich. Jetzt ist alles klar. War ohne Spaß. Das war ein schlecht ausgerüsteter Charakter, den ich je hatte. Der kam von David. Vielen Dank, David. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass du Breaking Bad geschaut hast. Ich gucke nicht so diese Serien, ich weiß nicht. Drama ist es. Ich hype sowas irgendwie nicht so stark, weiß auch nicht. Ja, ich war auch eine ganze Zeit lang bei Atemlos durch die Nacht. Na gut, es war heute eine Fail-Runde, muss man sagen. Ich fand's aber trotzdem geil. Für alle Zuschauer, die sich das bis da angeschaut haben, ich liebe euch. Props an euch. Ja. Props an euch. Ihr seid die treuen Fans. Ihr dürft euch jetzt nicht hitzen gehen oder in die Ecke weinen. Mhm. Ihr seid tolle Individuen. Ja, man kann es auch übertreiben. Hä, es ist doch so. Was besser, was du tun darfst. Ja. Ja, lass uns Wer bin ich spielen. Yay. Okay. Damit es nicht noch länger wird, tschüss, bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.